Wie lange machen wir die Sendung jetzt schon? Ich glaube, seit 2009. 3 Jahre, meine Damen und Herren, hat es gedauert. Aber jetzt haben wir ihn gefunden. Den lustigsten Clip aller Zeiten. Meine Damen und Herren zu Hause, schicken Sie die Kinder aus dem Zimmer, schneiden Sie sich an, machen Sie die Hose auf. Der lustigste Satz ever. Diese Bundesregierung ist die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung, meine Damen und Herren. Den musst du erst mal bringen. Die erfolgreichste Regierung seit der Wiedervereinigung. Was sagt man dazu? Herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Ja, gut. Aus Frau Merkels Sicht stimmt das natürlich. Ne? Die Regierung, die sie davor in der DDR erlebt hat, war sicherlich um Längen erfolgreicher, meine Damen und Herren. Man muss es jetzt vielleicht erklären. Im Bundestag war diese Woche Haushaltsdebatte. Das ist Wahlkampf pur. Das hat mit der Realität, wie wir sie kennen, nichts zu tun. Im Grunde, wie erkläre ich Ihnen das? Im Grunde ist es sowas wie die deutsche Meisterschaft im Schwachsinn labern. Wir haben die Praxisgebühr abgeschafft. Meine Damen und Herren, da sagen Sie einfach mal Danke an die FDP, die das ermöglicht hat. Ist klar, Freunde. Ich mache ja viel mit. Aber Danke sagen an die FDP. Danke sagen an die FDP, da veröde ich mir eher mit einem rostigen Lötkolben die Hämorrhoiden, meine Damen und Herren. Was die Kanzlerin, ich kann nur raten, vermutlich sagen will, dank ihrer Regierung laufen so viele Sachen so viel besser in diesem Land. Wenn auch, das gibt sie zu, noch nicht perfekt. Wir haben inzwischen mehr Migrantinnen und Migranten, die auch einen Schulabschluss machen. Es sind immer noch zu viele. Ja, genau. Zu viele Migranten werden hier viel zu schlau, meine Damen und Herren. Aber Sie merken, die Kanzlerin war gut drauf bei dieser Generaldebatte.